und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Testvideo, was ich heute euch mal vorstellen möchte. Ich bin ja immer ein bisschen am Experimentieren mit meinen Kameras und der dazugehörigen Technik. Und heute habe ich mal meinen alten Brustgurt von der GoPro herausgekramt und habe dort eine Kamera reingeklemmt, eine Fitford, eine 4K-Kamera. Ist allerdings keine 4K-Aufnahme, sondern nur Full HD, dafür mit 60 FPS. Und habe mir gedacht, ich probiere mal, wie das aussieht, wenn ich mich damit auf die Harley setze. Und wie ihr seht, ist das für die Kamera nicht unbedingt der Brüller. Man sieht zwar schön das Cockpit und ein bisschen Landschaft, aber es ist natürlich nicht das, was man unter einem Motorradvideo versteht. Ich werde nochmal eine zweite Aufnahme machen mit der Suzuki. Da hat man ja nicht so einen mächtigen Vorbau vorne dran. Da sieht das sicher ein bisschen anders aus. Kann ich dann demnächst liefern, wenn ich wieder fahre. Und ja, was mir hier an dieser Aufnahme allerdings gut gefällt, hier kommt das Sitzgefühl der Harley hervorragend rüber. Ne? Ihr wisst es ja, es gibt Motorräder, auf denen man sitzt, und es gibt Motorräder, in denen man sitzt. Und das ist eindeutig eins von denen, in denen man sitzt. Also genau so ist das. Man sitzt bequem, entspannt, lehnt sich an, lässt tuckern. Auch der Klang, muss ich sagen, von die Kamera bringt also den Sound vom Auspuff ganz, ganz ordentlich rüber. Dufes Blubbern, wie es gehört. Und ja, für die Landschaft nicht so der Brüller, aber ich dachte, ich stelle es euch mal rein ins Netz, könnt ihr ein bisschen gucken. Das ist übrigens hier die Allinger Straße in Puchheim am Morgen. Und jetzt geht es dann vorne am Kreisel links rum Richtung Ortsausgang durch unsere kleine Mini-Umfahrung von Puchheim Ort, durch den kleinen Mini-Tunnel Richtung Autobahn. Ja. Und ja, schaut es euch an oder schaut es euch nicht an, ja, und wartet auf das nächste Video. Dann mache ich das Ganze nochmal mit der Suzuki GSX 1000 GT. Ja, ist für ein sperriger Name. Und dann schauen wir mal, ob das dort besser funktioniert. Also bis dann, führt's euch, ciao.